Red Eyes Dark Dragoon. Ja, das ist schon eine gute Karte. Da hatte Konami eine tolle Idee. Wir geben dunkler Magier endlich ein mächtiges Monster und bauen dabei auf Fusion. Hierbei verwenden wir einfach Yugis dunkler Magier und Joeys Rotauge. Alternativ kann man auch anstatt den schwarzen Drachen auch einfach ein Drachen-Effekt-Monster nehmen. Und fertig. Schon haben wir ein neues Boss-Monster. Doch dann reicht es nicht, dass er 3000 ATK hat. Nein, er kann einfach nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Raigeki, schwarzes Loch, reißender Tribut, Blitzsturm, alles nutzlos. Und jetzt denkt man, ja, kein Problem, dann banne ich ihn eben durch einen Karteneffekt. Aber Pustekuchen, kein Spieler kann ihn wählen. Niemand. Und alleine das würde ja reichen, um es eine gute Karte sein zu lassen. Aber das war's noch nicht. Während deiner Mainphase kannst du einfach Monster deines Gegners zerstören. Und das Geilste daran ist, das Ding targetet nicht mal. Und dann kann er das sogar noch bis zu zweimal machen. Ich meine, geht's noch? Doch das wäre ja noch viel zu schlecht. Nicht wählbare Zerstörung kann ja jeder. Zusätzlich fügst du die ATK der Monster, die du zerstört hast, auch noch als Schaden zu. Und auch das ist natürlich noch viel zu wenig für diese Karte. Zusätzlich kannst du einmal pro Spielzug die Aktivierung oder den Effekt einer Karte annullieren. Dafür musst du einfach nur eine Karte abwerfen. Ja, nice! Und irgendwie muss man den Abwurf ja wieder gut machen. Und deshalb bekommt die Karte einfach lächerliche 1000 ATK dazu. Permanent! Sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Und jetzt kommt sich hier so ein Schlaubecker und sagt, ja, ist ja nur für dunkle Magier. Ja, von wegen! Diese Karte ist einfach durch Red Eyes Fusion aus dem Deck rufbar. Ihr braucht nur diese dumme Fusion und schon habt ihr die Fusion auf dem Feld. Und oh ja, man darf danach nicht mehr beschwören. Brauchst du auch nicht, weil das Ding einfach so mächtig ist, die fünf Monster zusammen. Doch falls ihr fragt, geht das nicht noch leichter? Ja, klar geht das. Denn die Fusion ist in jedem Deck spielbar. Ihr braucht hierfür nur einfach die Fusion und Anaconda. So könnt ihr eure Combo einfach machen und am Ende dieser nehmt ihr einfach zwei Effektmonster und ruft über die Schlange ganz einfach noch den Dragoon dazu. So ist es dir auch komplett egal, ob du danach noch spielen darfst oder nicht, weil du deinen Zug eh abgeben wirst. Und warum? Weil Red Eyes Dark Dragoon gut ist.